1 der gepflegten Unterhaltung. Willkommen zurück zu einem neuen Projekt. Wir können ja erstmal hier so die Gegend hier absuchen, ob sich hier was vielleicht in der Nähe vielleicht so Genau, einen schönen Spot vor allem zum Bauen. Ich habe eine Möhre, wenn wir später dann... Du heilige Maria, was hält der denn aus? Spielen wir auf schwer? Nein, du darfst nicht durchs, wenn wir spielen auf einfach. Oh, okay. Wenn du einmal oh, was war denn das? Der Baum ist umgefallen. Dieser Balken. Ja, das hatte ich auch vorhin erlebt. Alter, wie geil ist das denn? Oh, shit. Zufällig drin. Nur noch nicht gebraten. Ja. Fast tot. Halbes Herz. Flo und Tipp für dich. Wenn du springst, hast du Wahrscheinlichkeit zu kritten beim Angreifen. Okay, ich bin fast tot. Bis du alle Facetten gesehen hast, auch bist du noch. Ja, genau. Stunden. Man kann hunderte Stunden reinbuttern. Ja. Ich glaube, die Main Story umfasst ungefähr 30 Stunden, wenn du dich nur darauf fokussierst. Ja, aber ich finde, das ist irgendwie nicht der Sinn von einem Jungs, tut mir leid. Würde ich euch eventuell darum beten, dass ihr in unserer Umgebung nicht allzu viele Tiere findet, dass wir die eventuell anlocken können. Das wäre auch, wär auch mein Plan. Wir hatten uns halt Schicht gehabt, ne, und haben uns einen Döner bestellt. Der hatte einfach einen scheiß Hähnchenknochen in seinem Döner. Und dann rufe ich da an. Ich rufe da an, ne? Jetzt kommt's, haltet euch fest. Ich rufe da an, sag, ja, mein Kollege hat einen Knochen im Döner. Er sagt, das ist nicht so schlimm, das passiert. Das ist normal. Nichts Schlimmes. Normal. What the fuck, wo leben wir, Alter? Flo, bleibst du da unten, oder? Ach. Oh Gott. LOL! Gib mir Wolle, du sollst essen. Happy und wir sind dabei mit einem Special Guest. Wer ist das? Paul. Kann doch. Ja. Aus dem Spawner kann man eine XP machen. Ja, guck mal, der kam hier raus. Hier geht's hoch. Was da ein Spawner ist. Keine Ahnung. Müssen wir einfach mal lunsen. Nee, das ist einfach noch mal eine große Halle. Creeper! Oh, zwei. Jetzt gehen wir mal hier ab. Nein! Alter. Und der erste Tote. Ding, 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 ding. Creeper! Oh, zwei. Jetzt gehen wir mal hier ab. Nein! Der Countdown geht damit schon mal hoch. Alter, die Welt geht so lang. Hier ist, glaub ich, ein Spawner. Ja, hier ist ein Spawner. Wir haben einen Zombie-Spawner. Oh, ich höre den Zombie. Weg da! Genau, richtig ausleuchten. Nice! Eine Schallplatte, zwei Schallplatten. Nice one, mate. Ich nehme die dahintere, hier sind auch zwei Schallplatten. Rote Beete-Samen, nice. Redstorm, Schwarzpulver. Nehme ich mit. Mein Inventar ist full, wenn ich ehrlich bin. Ich habe zwei Schallplatten. Ich habe auch zwei. Willst du die haben? Welche hast du? Schallplatte C418 Cat und Lena Rain Other Side. Hello from the other side. Liegen vor dir. Nein, der nicht, aber Lena Rain ist wirklich sehr gute Komponistin. Und C418 war der erste Komponist von Minecraft Soundtrack. Oha. Ich habe 13 und auch nochmal Cat. Cat ist eigentlich relativ gut. 13 ist halt mehr Ambient. Mann, ich kann nicht mehr sprinten, ich hab kein Essen, Alter. Was ist das für ein Schmutz? Was sind diese Ziegenböcke? Droppen die Fleisch? Ich hab ein halbes Herz. Ist Deutschland Basketball-Weltmeister. Weltmeister? Ja, Weltmeister geworden. Ui, sind sie wirklich geworden? Ja, ich weiß, wie gesagt, ey, ohne Spaß, Basketball interessiert mich so 0,0. Ich hab erst mitbekommen, dass Basketball-WM ist, als erfahrener, dass sie gegen Amerika gewonnen haben. Vorher wusste ich das gar nicht. Und Tropenbaumsetzlinge. Tropenbäume. Verarschst du mich? Ich erfriere. Ja. Im Schnee. Powder Snow. Du bist eingesunken. Abbauen. Ja. Sofort abbauen. Hab ich. Hi. Grad... Na? Hi. Alles klar? Ja. Bei dir? Ja, so weit, so gut, ne? Ja. Warte, du hast leider kein Bone Meal. Huch. Nico, wie gesagt, bei mir hast du auch meinen Fortschritt, glaube ich, noch nicht gesehen, oder? Moment mal. Was denn? Der knurrt ganz schön, ne? Ja, aber... Was ist denn das? Digga, was soll das? Warum greift der Tim an?
Keine Ahnung. Wenn ich das wissen würde. Hey. Ja. Ich bring den gleich um. Ich mach's selber. Ich mach's selber, wie das klingt, Alter. Ich bekomme gar nichts mit. Ich mach's selber. Ich fahr ihn ein. So, kill your deck, do it yourself. Also wegen mir, ich hab aufgenommen gerade, ne? Nico? Nico? Hör doch mal. Hast du gerade einen Baum abgerissen? Hör doch mal auf. Der hat mich angegriffen! Sorry. Meine Aufnahme läuft da schon, ne? Hört ihr mich? Ja, ja, aber du warst ja hinweg. Hast du vorhin gehört? Nee. Nein. What the fuck? Okay. Och, wer hat bei mir einen Baum in mein Haus gesetzt? Will ich nicht. Flo, meinst du solche Bonus-Szenen, wo Tim feststellt, dass irgendjemand einen Baum in seiner Wohnung platziert hat? Ja, jetzt zum Beispiel ist er noch nicht während der Aufnahme, weil du ja noch nicht aufnimmst, ne? Aber ich nehme gerade zum Beispiel schon auf. Ich nehme gerade auf. Ach so, dann mach doch die Anmoderation. Guys, wer war das? Wer hat einen Baum in mein Haus gesetzt? Ich habe keine Ahnung, wer das war. Hä, was? Der hat bei mir eine halbe Wand abgerissen. Ja, wirklich? Wow. Das muss ich mir mal angucken. Warte mal kurz. Ich würde es aber auch gern sehen. Ich habe das schon nachgebaut, Dämel. Okay, dann guck trotzdem. Und damit herzlich willkommen zu der nächsten Folge von Let's Play Minecraft Together Purple Town. Geil. Ein geiles Intro, Mann. Ach, Mann. Also, vielleicht auch einen PvP-Bereich einrichten oder so. Ich will ein Kolosseum später bauen. Ja, genau sowas. Wieso nicht? Hä, wo kommen denn jetzt die Druckplatten her? Nico trollt gerade. Nico? Was denn? Man spielt zum Minesweeper oder was? Digga, hör auf, ich hör dich doch! Pass auf, dass du nicht auf die Druckplatten drauf trittst, ne? Nicht, dass da drunter TNT versteckt ist. Alter, sorry. Das ist meine Drohung. Er hat kein TNT. Glaub mir, ich kann auch ekelhaft werden. Digga! Manche Druckplatten besetzen und manche nicht. Ja, doch. Erinnert mich an Squid Game. Ich kann sowas nicht spielen, wenn ich einen Backup von dem Server gemacht habe. Willst du mal mitkommen? Ja, ne? Wo führst du mich hin? In welche Falle? Ich führe dich jetzt in die schlimmste Falle, die... Ey! Schlimmste Falle, die... Ey! Alter, hab ich mich erschrocken. Nico, er führt dich in sein Herz. Band. Ich hab sie gerade weggemacht. Oh, Skelettkampf. Okay. Das muss ich noch zeigen. An dieser Stelle würde ich... Oh mein Gott. Winner. Bin ich der Einzige oder das Haus erinnert mich voll an Barbie. I'm a Barbie Girl. Ja, it's fantastic. Ich brauche noch ein Dach. Ja, generell. It's fantastic. And touch me everywhere. Ne Imagination. Life is your creation. Ach, come on. Wieder. Oh, hier ist noch eine ungelootete Kiste. Mein Name stellt Sheen, Melonsaft. Das ist genau wie Monster jede Nacht wieder spawnen. Also ja, Monster ist klar, aber... In der Zeit spawnen auch die Tiere wieder. Ja, okay. Aber es wäre, zum Beispiel, ich habe jetzt auch ein Schaf eingebaut, also es wäre schon ratsam, die Tiere eher zu bauen. Da setze ich mich dran und dann hole ich die. Ja, mach das auf jeden Fall. Was ich geplant habe, ist hier, ich habe ja auch so ein paar Zäune rechts neben meinem Haus gebaut. Da wollte ich dann eigentlich auch ein paar Tiere machen. Gerne. Kannst dir da noch welche holen, wir können ja zusammen gucken. Ja. Gold, Gold, Gold. Und ich höre einen Zombie. Ja, genau so. Dann brauche eigentlich. Was ich mich frage, hast du so eine Art Ordnung in deinem Inventar? Zum Beispiel ganz vorne das Schwert. Bei mir ist es ganz vorne das Schwert. Spitzhacke, Axt, Schaufel. Ja, Schwert, Spitzhacke, Schaufel, Axt. Ah, okay. Wieso kommt die Schaufel bei dir vor der Axt? Keine Ahnung. Das ist so eine Gewohnheit, die ich schon seit Jahren mache. Ja. Und hab ich nie geändert. Ja. Und jetzt gerade ich nichts. Doch, so ein... Das Stampfen. Ja! Oh mein Gott, ist das creepy. Oh meine Fresse. Warte. Ich kann sagen, dass Minecraft so ein Horrorspiel geworden ist. Ihr seid ja süß. Geht denn bei dir ab? Ihr lässt Hunde. Nee, Hühner. Ja, komm. Da ist er. Tick, Trixi, Traxi. Komm. Da ist er. Boah, schnell weg, Alter. Oh. Digga, dieses Spiel kannst du doch keinen 6-jährigen Kindern geben. Digga, so schlimm. Ist das so schlimm? Ey, so ein Zischen und so ein Stampfen. Nee, das ist und er nee, Kampf der Titanen, sagst du? Er schnüffelt, glaube ich. Ja, irgendwie so, Alter. Ich glaube, er schnüffelt. Er schnüffelt, Digga, wie das klingt, ey.
Jungs, ich will gar nicht, dass die Folge endet. Ich will noch mehr aufnehmen. Ey, ist doch kein Wunder. Mann, so eine Scheiße, ja. Oh, Paul! Das schneide ich raus. Da muss ich bieten. Ja. Nee, nicht unbedingt. Also, sie ziehen jetzt zwei Leben, zwei. Ich hab einen Skill. Droppen die irgendwas Cooles? Membran, damit kannst du Elytris reparieren. Ja, aber das ist halt echt nur fürs Late-Game irgendwie relevant. Ja, wie kommt man überhaupt an Elytras dran? Du musst ins End gehen und dort musst du einen. Achso, diese Special City. End, ne? Ja, diese Special End, ne? Nicht unbedingt, du kannst auch im normalen End finden, bei den End-Cities. Okay. Hab übrigens alle meine Schnüre auch verloren und meinen Bogen. Also. Jetzt muss ich nur ganz kurz improvisieren. Das konntest du schon immer gut, Flo. Danke. Und immer ein Babyhähnchen. Oh, wie cutie. Ach, hier. Hier. Hi. Hi. Komm. Oh. Nein, Tim, was machst du da? Wir sind mitten in der Aufnahme. Was machst du da? Du warst außerhalb des Betts, du musst ins Bett. Du liegst unterm Bett. Ja, du auch. Jetzt liegen wir nebeneinander. Wir müssen halt aufpassen mit den Fässern, dass wir nicht zu viele Fässer bauen, weil dann alles zu Fischern werden. Wer sagt denn, Fischern? Dass wir die offen noch rumlaufen müssen, dass wir Würzsklaverei werden? Dass wir Würzsklaverei werden. Ja, nice. Natürlich ist überall Gravel, Alter. Das ist natürlich nervig, wenn das von der Decke kommt. So, das haben wir. Wir haben die Hühnchen umgesiedelt. Was sehr schön ist und sehr gut ist. Da haben wir jetzt ein paar. Bienen. Nein. Alter, das klang echt. Oh. Nee, mein Buch, das ist. Du Wichser, was hab ich dir getan? Der greift mich einfach an. Ja, der hat mich einfach angegriffen. Ich bin nur da lang gelaufen. Nee, vorsichtig, Tim. Wenn ich jetzt aber einen angreife, greifen mich alle an, ne? 270. Minus 200. Ich glaube, ich bin. Die Stelle kommt mir hier bekannt vor. Hinter dir. Ah, hier, guck mal, hier. Ist das hier? Nee. Ich sehe deine Chest auf jeden Fall. Ja, und da hab ich die. Mach den mal weg. Magma-Cream ist er fett. Magma-Cream kannst du zum Bauen. Was ist denn weinender Obsidian? Nicht so oft anfassen, das macht Tank. Für den Nether bauen. Aber Vorsicht, wenn du Crying Obsidian, glaube ich, in den Anchor machst, dann macht's bumm. Ja. Vorsicht. Nein! Scheiße! Leck mich am Arsch, Mann. Oh. Bist du Paul, wo bist du? Hier oben. Tatsächlich. Hocklins, Vorsicht. Tun die weh? Die sind sehr aggressiv. Hey. Die sind aggressiv. Und machen einen guten Knockback. Hallo? Gehen die. Oh Gott. Bei mir leckt's, Nico. Bei mir leckt's. Verteidige dich. Bei mir leckt's. Ich hab rohes Schweinefleisch bekommen. Ja, das sind die Bäume, die ich meine. Die Pilze. Wir machen echt Knockback. Bei mir leckt's, ich kann nichts machen. Verteidige dich. Ehrenmann, Ehrenmann. Kamesinstiel. Ich kann. Scheiße, hallo. Cool, ich hab das noch nie gesehen. Ich würde dir gerne helfen. Warum killst du die denn? Weil die mich angegriffen haben. Hilfe. Ah, scheiße, jetzt sind die auch aggro auf mich. Die sind immer aggro. Ich wurde erschlagen. Diese Pickel. Ja, das soll's aber gewesen sein mit dieser Folge von Minecraft Purple Town, mit dieser kleinen Special-Folge. Und ich werde immer noch abgeschossen. Was soll der Scheiß sein? Und irgendwo wurde ich abgeschossen. Ja, von wo? Ja, von First Liebe Nikos, der jetzt mal am Ende mal angegriffen wird. Auf ihn! Alter, Nico, der LPVP-Gott hier. Huch! Ich hab extra bis am Ende gewartet. Ich hab extra bis Startbot gewartet. Mann. Ich wollte eigentlich nur dem Enderman helfen. Oh, was okay. Nett. Ja, wie gesagt, das wird's mit der Folge gewesen sein. Heute eine kleine Special-Folge, die, glaube ich, ein bisschen länger war als die anderen. Wir waren im Nether. Ihr habt am Anfang mal so einen kleinen Überblick gesehen, in so einer kleinen Mini-Montage, sag ich mal, was wir so in der Abwesenheit gebaut haben. Und ja, dann würde ich sagen, haut rein. Vielen Dank fürs Zusehen. Schaut bei Redfish vorbei. In dem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Adrian. Ciao.